Der dunkelrote Werkswohnungsneubau an der Postillonstraße bietet im Erdgeschoss 50 Kindergarten sowie 24 Krippenplätze. Die Mieten für die 114 Wohnungen liegen am unteren Ende des Mietspiegels. Inklusive sind dabei Carsharing- und Mieträderangebote sowie übertragbare MVV-Tickets. Mit einer Solaranlage auf dem Dach und dem Anschluss an das Fernkältenetz ist das Haus auch ökologisch vorbildlich. Die ersten Mieterinnen und Mieter haben jetzt ihre Schlüssel erhalten und ziehen in Kürze ein. Ein gutes Gefühl. Das macht Spaß, hier der Aufsichtsratsvorsitzende der Stadtwerke zu sein, weil es wäre schön, wenn noch viel mehr Unternehmen das ebenso machen würden wie meine Stadtwerke, nämlich auch für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Wohnungen bauen, die dann bezahlbar sind. Wir rufen hier Preise zwischen 11 und 12 Euro pro Quadratmeter für Neubau auf, direkt am Biedersteiner Kanal, in einer Top-Lage, super Wohnungen, toll geschnitten, moderne Wohnungen mit riesigen Balkonen haben wir gerade gesehen, also wirklich eine Traumwohnanlage. Wir verdoppeln ja in den nächsten Jahren unsere vorhandenen Werkswohnungen, weil wir merken, dass Menschen in München, in dieser teuren Stadt, immer häufiger danach fragen, wenn sie sich bei uns bewerben, wie habe ich denn die Chance, eigentlich auch dann finanzierbar in der Stadt zu wohnen. Deshalb war für uns schon seit Jahren klar, wir bauen zusätzliche neue Werkswohnungen, alles Neubauten. Und heute hier in der Postillonstraße 114 Wohnungen in allen Wohnungsgrößen von 1, 2 bis zur 5-Zimmer-Wohnung für Familien in unmittelbarer Stadtwerks. Nähe. Und ich glaube, das ist ein großer Schritt nach vorne in unserem ehrgeizigen Ziel. Aktuell haben die SWM mehr als 1200 Werkswohnungen. Bis 2030 sollen es 3000 Wohnungen für SWM-Beschäftigte sein. Das ist nicht unheimlich.